du immer so eine Figur? Jetzt redet sie auch nicht mehr mit uns. Frauentausch steht heute im Zeichen der Großstädte und seiner WGs. In Köln warten drei Models auf das Abenteuer Frauentausch. Als Tauschmama ist Denise 30 auserkoren. Neben dem Model-Business betreibt sie ihre eigene Eventagentur und verfolgt den Traum, reich und berühmt zu werden. Auch Almira 30 schwärmt vom Erfolg und feilt deshalb jeden Tag an ihrer Schönheit. Bis jetzt ist sie Dauergast in der WG, steht aber kurz vor dem endgültigen Einzug. Dritte im Bunde ist Anastasia. Die 24-Jährige hat mit erotischen Filmen versucht, ihrer Karriere auf die Sprünge zu helfen. Jetzt will sie einen seriösen Weg einschlagen. In Berlin wartet das komplette Gegenteil auf den WG-Frauentausch. Hier gibt Vanessa den Ton in der WG an und wird zum Frauentausch antreten. Die Lieblingsbeschäftigungen der 21-Jährigen sind chillen und feiern. An ihrer Seite ist Jeanette, 24. Auch sie hat ihr Dasein dem Nichtstun verschrieben. Die aktivste im Bunde ist die 21-jährige Eileen, die in Schichtarbeit als Altenpflegerin jobbt. Auch sie steht kurz vor dem Einzug in die WG. Herzlich willkommen in unserer Model-WG. Hier leben wir, hier wohnen wir, hier lassen wir uns gut gehen. Ja, hier sind wir in unserer Wohnung, in dem wunderschönen Wohnzimmerbereich. Ganz tolle verschiedene Sachen aus unserem Leben. Oh, wie bist du schön. Unser Lieblingsdauergast, Almira. Was gibt's Neues? Ich lackiere mir gerade die Nägel. Hier sind wir in meinem Reich. Das ist mein Heiligtum, mein riesengroßer, geordneter Kleiderschrank. Man sieht auf den ersten Blick, da sind die Pullis, da die T-Shirts, meine Blazer. Zum perfekten Outfit gehören natürlich richtig gute Schuhe. Das sind zum Beispiel meine Lieblingsschuhe. Die haben einen 17 cm Absatz. Man kann super bequem damit tanzen, obwohl die jetzt vielleicht nicht unbedingt bequem aussehen, aber wirklich total nett. Zwei Schuhe, zwei rote Schuhe. Treten verboten, da darf Schuhe nicht rein. Oh, hier ist es schön. Oh Gott. Auf jeden Fall die Zubilder, erotische Fotos. Sauberkeit und Ordnung ist ein Muss. Bei mir ist es etwas unordentlicher. Macht ihr das Leben schön. Schöne Küche gibt es hier auch. Schokoladenwasser und Champagner. Steht da Champagner? Stark kochen. Hä? Keine Ahnung, was gemeint ist damit. Das Leben noch schön. Täglich frisch essen gehen. Das ist bei mir nicht so. Bei mir muss gekocht werden. Wir können nicht jeden Tag essen gehen. Model nach Trink gesucht. Aber nicht mit mir. Ich bin ein paar Kilos zu viel dafür. Anastasia, hi. Als ich die Vanessa zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, oh mein Gott, was ist das hier? Hallo, liebe Tauschmamacita, hallo. Ich bin Almira. Vanessa. Willkommen in unserer Model-WG. Als Willkommensgeschenk, bitteschön. Da ist Schokolade drin und Tee und so fangen wir unser Tag an. Okay. Ich hoffe, es gefällt dir und es wird dir schmecken. Ja, ey, hast du Bock auf Stress? Was machst du beruflich? Zurzeit gar nichts. Okay. Und was hast du gelernt oder studiert? Altenpflegerin. Ah, das ist schön. Oh, dann ist sie ein humaner Mensch. Ja. Mit sehr viel Geduld und das ist... Und sehr viel Herz. Wie groß ist deine Familie? Meine Mama lebt jetzt in Amerika, also meine Mutter ist ausgewandert in die USA. Jetzt wohne ich mit meiner besten Freundin zusammen in einer WG. Jetzt zieht noch unsere andere Freundin mit zu uns, also wir werden zusammen. Also wir bei uns? Ja. Die wird sehr ungepflegt.
Das verunsichert mich schon. Weil ich muss daran denken, dass sie mit uns jetzt wohnen soll. Wir haben ein Badezimmer und ja, irgendwie müssen wir ihr erklären, dass man irgendwie Hygiene beachten muss. Ich bin kaputt, ich bin halt lange unterwegs gewesen. Ich würde mich jetzt zurückziehen und schlafen gehen. Ja, süße Träume. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ich fühle mich einfach nicht wohl, wie die beiden sind und hier mittendrin in der WG. Momentan habe ich wirklich Angst und weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. So, Mädels. Unsere Teezeremonie kann offiziell beginnen. Cheers! Und so fängt unser Tag an. Lass es dir schmecken. Ich kann nichts essen. Ich habe Halsschmerzen. Halsschmerzen? Mhm. Das ist nicht gut. Und erzähl mal, wie ist so dein erster Eindruck von allem? Gestern hatte ich erst das Gefühl, dass ich mich unwohl fühlen werde. Mhm. Warum? Ich weiß nicht, das ist nicht so mein Ding gewesen. Hier zu sein, vor allem mit Champagner und als ihr Models. Und vom ersten Eindruck dachte ich, dass ihr arrogante Zicken seid. Aber jetzt so, nachdem wir den ersten Abend zusammen verbracht haben, also gestern, habe ich nicht mehr den Eindruck, dass ihr arrogant und zickig das seid. Schön. Danke. Mein erster Eindruck war nicht schön, ja. Weil ich dachte, irgendwie du bist schon zickig. Also zickiger als du bist, weil du bist ganz, ganz lieb. Ich bin schon erstaunt gewesen, dass sie auch denken, dass ich eine Zicke sei. Aber es ist ja eigentlich nicht so. Wenn man zu mir nett ist, bin ich auch zu anderen nett und zick die nicht an. Für Zicken gibt es in dieser Model-WG keinen Platz. Einfach, wir stoßen mal an auf unsere neue Freundschaft, ja. Und wir freuen uns, ja, auf dich. Cheers! Cheers. This is the end. My only friend, the end. Vanessa. Vanessa! Ja, komm mit! Wir sind soweit. Du auch? Ja. Super. Ciao! Nee. Es lebe der Sport. Der ist gesund und macht uns fort. Für den knackigen Popo machen wir ein paar Kniebeugen. Einfach, ja, die Arme nach vorne strecken. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs und entspannen, so ein bisschen locker, fit, ja, aufgewacht. Ja. Okay, super, dann lass uns loslaufen. Und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ich kann nicht mehr. Ja, wie, du kannst nicht mehr? Nee, ich hab keinen Bock mehr jetzt. Mein Oberschenkel tut mir voll weh. Ich kann kaum noch auftreten. Ich will das nicht mehr. Ich hab wirklich keine Lust mehr. Wir können auch schnell laufen. Also, kannst du mal gehen, ja? Nur ein bisschen schneller. Wenn du keinen Bock mehr hast. Ich mag sonst keinen Sport. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal. Ich hab gesagt, mein Oberschenkel tut weh und da muss es akzeptiert werden. Warum machst du sonst keinen Sport? Hattest du immer so eine Figur? Jetzt redet sie auch nicht mehr mit uns. Ja. Sie weigert sich nur. Ja, okay, aber lass uns zurücklaufen dann. Im Moment ist Vanessa sehr stur und ein bisschen kindisch. Und ich weiß auch nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich sage einfach nur, mein Oberschenkel tut weh. Das muss doch akzeptiert werden. Wir können auch nicht hier stehen bleiben. Oder wir sollen jetzt nicht walken, oder? Ich habe jetzt gerade einfach keine Lust mehr. Also die komische Laune von Vanessa kann ich gar nicht nachvollziehen. Die ist einmal so, einmal so, einmal lieb, einmal zickig. Und ich habe keine Ahnung, wie wir mit ihr umgehen sollen. Am liebsten würde ich sogar nach Hause. Unsere Adresse kennst du? Ja. Wir sehen uns dann eventuell, wenn nicht. Das ist wirklich kalt. Ja, es ist kalt, wir müssen los. Morgen, Vanessa.
Gut geschlafen? Ja, sehr gut. Trotzdem habe ich über Nacht nochmal nachgedacht und habe mir überlegt, euch nochmal eine zweite Chance zu geben. Auch wenn ihr Models seid und würde auch gerne mehr aus eurem Leben kennenlernen und wissen, was ihr so tagsüber macht und wie eure Tagesgestaltung so aussieht. Give me five. Dankeschön. Hallöchen! Alles klar bei euch? Ja, und schon? Was ist denn jetzt schon wieder los? Brennt hier die Hütte? Ja, bei uns brennt immer was. Hallöchen! Ja, wir möchten gerne Vanessa vorstellen. Das ist unsere Tauschmamacita und das ist Bernd, der Promi-Hairstylist. Naja, die Mädels haben gesagt, ich soll dir ein neues Styling verpassen. Dann wollen wir mal gucken, oder? Wenn du Lust hast? Auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir gleich mal. Okay. If I go hard, let me tell you that it's worth it. To work it. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Ich hab mich noch nie so gesehen. Cool, ne? Ja. Wunderschön. Gefällt mir. Es gefällt mir echt gut. Danke. Bitteschön. Ich werde jetzt den Mädels meine Regeländerung ankündigen und hoffe, dass sie nicht enttäuscht sind. So, heute ist der Tag der Regeländerung, wie ihr wisst. Ich habe eine Regel beschlossen, und zwar, dass ich nach Hause fahren werde. Moment, Moment. Du möchtest gehen? Ja, von ich möchte uns? Gehen. Ja. Du wirst uns verlassen? Warum das denn? Ich vermisse einfach meine Freundinnen zu sehr. Es war zwar sehr schön mit euch, den Tag zu verbringen und mal einen Einblick zu kriegen, so wie ihr lebt. Es passt aber einfach nicht, zumindest auch nicht mein Lebensstil. Das ist aber schade. Ja, also, bricht uns das Herz. Ja, auf jeden Fall ist Vanessa so ein Mensch, der für etwas Neues gar nicht offen ist. Sie bevorzugt einfach immer das gleiche Leben zu führen, mit den gleichen Leuten, in gleichen vier Wänden und das war's. Ich bin irgendwie sprachlos, weil... Was sollen wir dazu sagen? Ja, also? Überreden. Da gibt's auch keine Chance mehr, es zu überreden. Ich möchte wirklich nach Hause fahren. Ich bleib auch dabei. Na gut, ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr, sie dazu zu überreden. Das haben wir versucht. Wir haben unser Bestes gegeben. Also ich bin auch kein Mensch, der einen dazu zwingt, bei mir zu bleiben. Ja, ja, ich habe schon damit gerechnet, dass es so verlaufen wird. Also damit dass sie so schockiert reagieren. Okay, gut, ich werde jetzt mal meine Sachen packen gehen. Ja, okay. Das ist wenigstens traurig. Fährst du hübsch jetzt nach Hause. Bist du schon fertig? Ja, ich bin schon fertig. Ja, okay. Wir wünschen dir gute Reise auf jeden Dankeschön. Fall. Dann begleiten wir dich zur Tür. Dann liebe Grüße an deine Freundinnen, schöne Reise und tschüss. Tschüss, mach's gut.